Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei einer weiteren Folge von TCGO, Pokémon Sammelkartenspiel Online. Heute kommt das letzte Deck der Tinbox-Woche, und zwar das Vulcanion-Deck, Zorn des Berges. Ich finde, es sieht nicht so stark aus im ersten Moment. Ne? Im ersten Moment sieht es nicht so stark aus. Schauen wir mal. Hier. Zweimal natürlich Vulcanion EX aus und ein normales EX und Schnurgas. Miaumangel. Hilf bei Kopf. Fügt dieser Angriff 40 Schadenspunkte zu oder bei Zahl ist es paralysiert. Eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber ja. 3 Energie, ja. Familienruf ist gar nicht mal so verkehrt. Eruption, ja. Naja, gibt besseres. Logo, Hitschlag, kann auch viel wehtun. Wenn er natürlich überlebt, Energie anlegen, 2 bis 3 Mal Hitschlag einsetzen können. Nice, hier ist leider keine Brennenergie, was ich mir natürlich sehr gewünscht habe. Ansonsten könnte ich natürlich mit Dampfdruck 30 Schadenspunkte mehr hinzufügen. Also, ich bin sehr gespannt. Jetzt muss ich mal gucken. Er geht nicht. Ich könnte die holen mit einem Schwerball und ich könnte natürlich ein Vulcanion X mit Schwerball holen. Okay, Ivo, Inette. Ich bin sehr gespannt, wie das Deck kommt. Also, am meisten habe ich hier mit Nachtpirsch gewonnen und Fiammige Wut. Die beiden waren auch nicht so gut und ich weiß nicht, das sieht auch nicht so stark aus. Aber mal schauen. Vielleicht habe ich ja Glück und gewinne gegen das Elektrodeck von J10 oder J10, wie auch immer man das aussprechen möchte. Du hast den Münzwurf verloren. Okay, das heißt, ich darf anfangen. Der Gegner legt eine Handkarte unter sein Deck. Okay. Kann man eigentlich nehmen. Ich würde sagen, wir holen uns mit Linette erstmal andere 3 Pokémon, denn mit Schwerball kann ich natürlich wohl Canyon holen. Und wir haben gerade auch noch gut Energie. Familienruf. Brauche ich nicht zwingend. Aber ich habe hier kein normales Vulcanion. Okay. Dann 1, 2 und Familienruf holen wir uns doch. Fertig. Holen uns mit Schwerball direkt das erste Vulcanion EX. Und beenden den Zug. Aber mehr können wir nicht machen. Das heißt, ich kann jetzt nur Feuerbasis-Pokémon. Dann bringt das ja gar nichts. Geht ja nur auf Basis-Pokémon über Dampfdruck. Fügen die Angriffe deiner Basis-Pokémon dem Aktiven des Gegners 30 Schadenspunkte mehr zu. Wie doof ist das denn? Ganz ehrlich, wie doof ist das denn? Achso, er darf sogar aussuchen, was er weglegt. Okay. Er darf sogar aussuchen. Ist gerade nicht euer Ernst, oder?
keine Ahnung, ey. Das ist ja echt doof gerade, weil die meisten Karten, die sind jetzt nur Preiskarten drin. Zieh drei Karten. Ivo Browser. Ich glaube, das wird sogar los, weil ich einfach mal mit jedes Mal Schaden bekomme auf das Vulcanion. Kann er jetzt beides einsetzen? Yo. Sinn. ETF, was ist das für ein Deck? Ach so, ich darf mir nicht aussuchen. Naja, komm, du hast eh gewonnen, das bringt mir nichts. Und ich darf es nicht kopieren, schade. Okay, dieser Volcanion-Deck ist natürlich kacke, weil ich dachte, man kann damit alle Feuer, nur Basis-Pokémon. Dann bringt mir das ja gar nichts, wenn ich die Pokémon entwickle. Das heißt, nur das eine Basis-Pokémon Volcanion profitiert davon richtig. Weil es öfters hier angreifen kann. Nicht mal hier. Shaman oder sonst irgendwie, wir profitieren davon. Nur Feuer-Pokémon, Basis-Feuer-Pokémon wohl bemerkt, ne? Oh Mann, ey. Mich würde nicht wundern, wenn ich hier jetzt lose, weil das Deck ist ja wirklich extrem schlecht. Da fand ich das von Nachtpirsch also viel besser und das Deck von Machomai, also das Tinbox, das ist natürlich viel besser. Wir entwickeln gleich. Da sehen wir schon, das ist ein Vertretungs-Zoroark. Oder auch nicht. Was bekommen wir? Er tauscht da unten aus. Hey, Darkrai. Ja, ich glaube, das wird eh los. Ich habe hier nix. Was mir irgendwie auf irgendeine Weise helfen könnte. Wir ziehen nur eine, weil wir eh nur einen anlegen können. Denn ich spiele mit Sarah. Beziehungsweise Sana. Kommt hier schon wieder ein Shaman? Ja, ich habe das Zoroark besiegt. Schwerball.
Es hat hier niemals einen Sinn hier. Komm, Schlitzer, 30 Schadenspunkte. Jawohl! 30 Schadenspunkte. Das ist so lachhaft hier. Mit diesen Krüppel-Pokémon hier. Selbst Volcanion bringt einfach nichts auf die Beine. Okay, komm, Maub. Ach, komm schon. Wir holen uns mit Schwerball jetzt einfach mal. Ihn hier. Ich hoffe mal. Es bringt nichts, ich weiß. Eruption. Wow! Wow! Okay. Das war jetzt krass. Heilst du ihn? Mit Finsteraura. Finsteraura soll ich machen. Geht darauf. Okay. Okay. Entwickeln. Entwickeln. Und wir tütteln ihn mit 30 Schaden. Flamly. Feuerenergie. Das ist gut. Ich brauche hier noch eine. Ach nein, das ist jetzt böser Blick. Ne, Absol. Er geht jetzt auf Kamerup, ne? Oder kann er nee, auf der Bank, oder? Nee. Und dieses Pokémon von der Hand kannst du 3 Schaden machen von einem Pokémon, dann das Pokémon auf den anderen. Deines Gegners verschieben. Verschieben. Korruption. Boom! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Gut gespielt! Ich habe keine Ahnung, ich habe aber irgendwie gewonnen! Ich habe irgendwie gewonnen! Ich habe irgendwie gewonnen! So, Eruption! Das reicht sogar aus, ohne Energie! Mit Kamerup! Ich hab mit Kamerup gewonnen! Ja, MVP! Kamerup! Ich glaub's nicht! Ich hab tatsächlich gewonnen! Ey, krass! Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. So, oh! Das will ich losen. Nee, gegen Schwäche will ich nicht antreten, deswegen gebe ich hier den Sieg und nehme mir ein neues Spiel. Also, nee. Nee, 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 nee. Gegen Schwäche möchte ich mit diesem Deck nicht antreten. Das ist okay, Redbone. Wahrscheinlich Cyana GX werde ich wahrscheinlich auch klicklich verlieren. Aber immerhin verliere ich jetzt mit Würde. Es würde mich echt wundern, wenn ich irgendwie gewinnen würde. Es ist immer gegen GX. Na? Das ist echt unglaublich. Ja, keine Ahnung. Charmian. Ich werde jetzt schon mal an. Achso, ich darf gar nicht. Ich darf gleich angreifen. Gucken wir mal, wie wir das jetzt machen. Und es ist ein Evoli! Und es ist ein Cyana GX-Deck! Mit Lunala GX drin. Hallo. Ja.
Okay. So, jetzt such dir eine Karte aus, die du gerne unter dein Deck schmeißt. Hallo? Top Elixier. Keine Wirkung. Benny. So, jetzt kommt das Ziana GX und dann habe ich eigentlich ja schon geloost. Und mehr braucht er gar nicht, um mich hier zu besiegen. Er kann sofort angreifen. Also. Ja, mehr braucht er gar nicht mehr tun. Hat schon gewonnen. Man braucht nur noch ein Ziana GX, man gewinnt fast automatisch. Also zwei mindestens. Ein Duell mache ich noch, weil die Folge dann doch ein bisschen kurz ist. Eine noch. Aber das Deck ist hier wirklich was für ein Arsch, muss man sagen. Das ist eine der schlechten Tinbox-Decks, die ich gespielt habe. War gerade nur wirklich mehr Luck als Verstand, dass ich da irgendwas raus gewonnen habe. Da war ich auch sehr baff. Ziana GX. Warum sollte man auch Glück haben? Es wäre geil, wenn eine Stadionkarte rauslegen würde. Wäre ja mal was. Schickt Platon weg? Okay, ich hätte gerne Platon, um ehrlich zu sein. Was hast du vor? Der schlägt ab. Okay. Hast du jetzt Spaß daran? Kannst du Familienruf benutzen oder was? Der Gegner und er kann jetzt. Tillerie. Ich hab keine Ahnung, warum Familien bringen soll, aber eigentlich. Ich auch nichts davon, ne? Tillery.
Trockentor. Ach ja. Wir wollen das gar nicht weiter kämpfen, hat keinen Sinn. Nee, das Deck gefällt mir einfach nicht. Gut, das war's mit der Tinbox-Woche. Ich hoffe, euch hat's irgendwie trotzdem gefallen, auch wenn die Tinboxen-Decks natürlich auch gerade katastrophal ist wie ein Themendeck. Es gibt manche, die gut sind, manche, die sind mega schlecht. Und ja, dann freue ich mich über euer Feedback und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge. Also, bis dann.